Hey Leute, ich bin Hazel Brugger und ich begrüße euch auch draußen an den kleinen Bildschirm. Und jetzt geht's ab in meine Show. Dankeschön. Heute werde ich mir ein Tattoo holen. Hieß Tattoo nicht mal so eine Band, die irgendwie so einen Song... Waren es nicht Franzosen sogar? Ich dachte, das wären zwei russische Lesben. Stimmt, es waren russische Lesben. Mach ein Wittiger Neuer. Ich gehe da einfach hin und sage, hey, ich hätte gern das. J'aimerais un tattoo. Je suis un tattoo. Just one page, right? Yes, thank you. You're welcome. I will get this as a tattoo. Okay. Do you like it? Das ist unsere Dame. Das ist ein Gotteshaus. Everyone wrote, it's a good store. Everyone said, yeah. Très bien. We are from Germany. We are two comedians, like in Germany. Okay. And we do a little documentary in Paris. Okay. And I want to get like the title of the documentary as a tattoo okay. on my leg here. Okay, that's cool. So that will be like the opening title of the documentary. Okay, that's cool. Wetter ist ja wie Ausbeutung. Allgegenwärtig und überall beliebt. Wie schaut es denn die nächsten Tage aus, Vincent? Wie ihr alle wisst, verändert sich das Wetter zurzeit sich so voll krass. Die Kirschen blühen und es ist auch Schlittschuhzeit, also packt die Badehose aus. Hey Thomas, du bist ja voll alt geworden, was ist los? Hat das vielleicht was mit dem Ding zu tun, was da steht? Diesem Erlenmeyer-Kolben, meinst du? Ja, so sieht es aus. Ich weiß gar nicht, was es ist. Wie würdest du es benutzen? Vielleicht als Inhalationsgerät für Pfefferminz? Richtig, sehr gut. Eine special kind of Pfefferminz. Für Leute mit einem Bedürfnis nach Flucht. Flucht vor ihrem Gehirn, denn... Das Gehirn lernt immer. Es kann gar nicht anders. Homotalk mit Marcel. Was für schwule Tipps würdest du deinem Teenager-Ich geben? Würdest du sagen, schwules Ich entzaubere dich. Homotalk mit Marcel. Wer sie nicht hot findet, ist entweder ein konservativer Macho oder hat einfach einen recht normalen Geschmack. Hier ist Alice Schwarzer. Hi. Hi. Ja, Alice Schwarzer, willkommen bei uns. Willkommen. Hallo. Wie siehst du den Feminismus des 21. Jahrhunderts? Ja, die Frage finde ich schon mal scheiße. Nur weil sie auch eine Frau sind, heißt das nicht, dass sie mich duzen können. Aber man sagt dann ja, wenn man jemanden nicht duzt, sagt man ja sie. Und das ist ja dann wieder das Weibliche. Ja, stimmt. Das ist auch ist richtig. Also er oder wie soll ich... Er, warum nicht er? Warum nicht er? Also Frau Schwarzer? Ja. Herr Schwarzer. Herr Schwarzer. Frau Schwarzi. Was sagst du... Was? Hä? Kann es sein, dass du einfach ein bisschen asozial bist? Ich bin mega assi. Das ist die echte Alice Schwarzer. Und ich lasse mich nicht mehr verbiegen. Was ist dein Lieblingsgericht? Macaroni. Mit Käse? Einfach Macaroni. Einfach Macaroni. Ja, voll geil. Ja, weil man, ich finde auch, dass man nicht immer alles, wir leben in so einer Zeit, da muss immer alles so speziell sein. Und oh, wir machen jetzt noch Käse drauf und Tomatensauce. Warum? Warum immer so kompliziert? Ja. Ich am liebsten Macaroni. Man muss die auch gar nicht kochen. Kann die knabbern. Sterben Feministinnen eigentlich aus, wenn die nie Kinder kriegen? Frau Schwarzer? Ja, die Folge ist auch schon vorbei. Beenden wir sie doch mit einem kleinen Song. Jetzt ist Schluss mit Funny. Jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt brauche ich deine Nähe. Sonst sagt dir mein Herz bei. Das letzte Pillchen ist lang her.
das letzte Gläschen umso mehr. Ich fühl mich wie ein oller Typ und darum hab ich dich so lieb. Ist es das Ende immer das Ausbesprech, wenn ich sag, ich liebe dich, ich liebe dich, sind es all die Drogen, die ich mir reingebuddert hab. Ich kann die Wahrheit nicht erkennen, drum bitte sag es mir, mein Schatz. Vielen Dank, Thomas Schmidt. Das war klasse. Hallo, ich bin es, der Humorprofessor. Und auf einer akademischen Ebene, das war ein super guter kleiner Clip, den ich gerade gesehen habe. Wow!